Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading der US Session mit Mark Pötter. Ich freue mich wie immer, dass er hier wieder für uns die Zeit gefunden hat und natürlich, dass Sie auch die Zeit und das Interesse hier gefunden haben, hier dabei zu sein. Diese Woche oder dieses Mal mal ganz ungewöhnlich an einem Montag. Donnerstag ist ja Feiertag auch in den USA. Von daher haben wir den Termin entsprechend verschoben, damit wir auch hier ein bisschen Action kriegen. Ansonsten, mein Name ist Nelson Cardoso-Netto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFETS. Schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zur Schulung und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt, also was Marc uns heute auch zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und ja, dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Marc, dann bist du jetzt dran? Ich gebe dir gerne den Bildschirm. Wir haben neuer Monat, neues Quartal, zweite Jahreshälfte. Ich denke mal, dass es nicht weniger spannend wird. Ja, Nelson, danke dir. Ich habe mal direkt übertragen. Ganz kurz noch für diejenigen, die mich noch nicht kennen, will mich ganz kurz vorstellen. Mark Pötter, mein Name. Seit 13 Jahren nunmehr professionell Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma, hier Smart Markets GmbH, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben, Indikatoren entwickeln, Handelssysteme. Auf der anderen Seite liegen über 90% meiner Altersvorsorge langfristig in Aktien drin. Deswegen sind das so die beiden Bereiche, die mich stark interessieren. Bin zertifizierter Investmentanalyst, studierter Diplomkaufmann und war bei diversen Banken. Und man könnte mich auch von der einen oder anderen Veranstaltung her oder als Gastautor bei den Fuchsbriefen kennen. Aber das genug zu mir. Wir wollen direkt mal in die Märkte einsteigen, weil es ganz spannend ist. Bisher ein etwas ruhigerer Markt. Wo haben wir es hier? Ja, wir sehen es hier. Wir haben auf der linken Seite hier den Dow Jones. Ja, da ist noch nicht so viel passiert heute. Auch im Nasdaq auf der rechten Seite noch nicht so viel passiert. Wollen wie immer damit starten, mal den übergeordneten Trend anzuschauen. Ich fange mal hier rechts mit dem Nasdaq an. Gehen wir mal auf den Vollbildmodus. Hier ist noch ein alter Fibonacci drin, den kann ich mal eben rausnehmen. So, und dann gehen wir da einfach mal, fangen wir von ganz oben an. Tageschart. Ja, ich denke, hier können wir sehr schön sehen. Ziemlich simpel, dass wir im Aufwärtstrend sind. Ja, also auch hier zwar, da haben wir ein paar Kerzen gehabt, wo es nicht direkt ein höheres Hoch gab, aber wir sehen, dass wir immer noch weiterhin unsere höheren Tiefs haben, höheren Hochs haben. Also das technisch gesehen ganz klar noch long. Ja, auch wenn es jetzt wieder vermehrt Crash-Propheten am Markt sind, die sagen, dass der Markt irgendwann crashen wird. Was natürlich, oder was ich persönlich immer finde, was man im Hinterkopf haben muss, irgendwann werden die natürlich recht haben. Die Frage ist halt immer nur, wenn jemand hier anfängt zu sagen, der Markt wird crashen und der Markt crasht halt erst hier oben, wenn er schon 20, 30% höher ist, dann ist natürlich die Information nicht so gut, als wenn er hier sagt, dass der Markt jetzt erstmal korrigieren kann. Also da würde ich mal so ein bisschen darauf achten, dass man, wenn man sowas liest, dann das so ein bisschen hinterfragt, wie gut waren die in der Vergangenheit. Statistisch gesehen ist es sehr, sehr schwer, dass man einen Crash vorhersagt. Ja, man kann auch sagen, dass es teilweise eher Glück ist. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, es gab ja den Paulson als einen der bekanntesten Hedgefondsmanager. Der lag ja 2008 mit seiner Wette richtig, dass da die Finanzmarktkrise ausbrechen wird. Na, jetzt könnte man sagen, boah, perfekt, der kann es doch. Aber wenn man dann sieht, dass er die nächsten 3, 4 Jahre 4 Jahre lang Minus gemacht hat, weil er auch wieder gedacht hat, es würde crashen und der Crash kam nicht. Dann sieht man das also, dass es da keinen gibt, der zu 100% oder auch nicht mal zu 80% vorhersagen kann, meines Erachtens, dass so ein Crash kommt. Deswegen würde ich persönlich als Tipp so von meiner Seite, und so mache ich es auch, ich gehe da tatsächlich sehr stark technisch vor, ne, dass ich also erstmal warte, bis eine Trendumkehr da ist und dann kann ich überlegen, ob ich halt sage, ich will jetzt Aktien verkaufen oder ich will mich jetzt langfristig short eindecken oder sowas. Ne. Also das ist dann, denke ich, die pragmatischer und die einfache Methode, als dass man da probiert, ganz genau sagen zu können, so jetzt weiß ich, hier ist der Punkt und jetzt wird der Markt halt erstmal fallen oder hier ist der Punkt und jetzt wird der Markt fallen. Ne, da muss man so ein bisschen aufpassen, weil ich doch auch einige Leute kenne, die schon sehr lange short im Markt drin sind, weil sie halt dachten, der Markt ist zu teuer. Aber es ist natürlich, ne, wenn man dann seit Ende letzten Jahres irgendwie short drin ist, ja, und dann steigt der Markt von 14.000 auf 19.000 hoch. Das ist, das hier sehen wir es,
knapp 40%. Wenn ich sowas aussitzen muss, dann mache ich da ein hohes Minus, obwohl ich eigentlich in der Zeit ja sehr gut langfristig mit Aktien zum Beispiel Geld verdienen kann. So, wir gehen auf die Stunde runter. Ja, Stunde sehen wir, dass wir da eher noch so im leichten Abwärtstrend sind. Ja, wir sehen, dass wir hier vom 19. Juni, also jetzt einen halben Monat lang, ja, so leicht short gehen, hier eigentlich so ein bisschen seitwärts. Also da können wir nicht sagen, dass wir da unbedingt long rein wollen, also eher so, dass wir eigentlich in beide Richtungen spekulieren können. Im 5-Minuten-Bereich, na, können wir nochmal ein bisschen rauszoomen jetzt hier. Ne, da sehen wir auch, dass es eigentlich so seit Tagen so ein bisschen seitwärts geht, aber mit höheren Hochs. Also von daher können wir schon sagen, ne, tendenziell Long-Einstieg nicht verkehrt, aber auch hier sehen wir die gleitenden Durchschnitte, die kreuzen sich mehrmals, also auch da können wir durchaus Long als auch Short einsteigen. So, dann gucken wir das Ganze nochmal mit Dow Jones, der ja mitunter deutlich anders aussieht als der Nasdaq. Ja, die laufen ja teilweise komplett konträr. Und auch eben mal auf den Tageschart, schmeiße eben hier den, wo haben wir es, Objekte. Achso, das sind aber nur die Unterstützung. Ich dachte, wäre noch ein Fibonacci drin. Nee, dann passt das soweit, weil die ja auch für uns interessant sind. Aber hier sehen wir, ja, wir nähern uns auch wieder dem Hoch, sind zumindest von der Trendtheorie hier, sind wir auch noch long unterwegs. Warum? Weil wir sehen, dass wir hier, ne, die steigenden Tiefs haben. Wir haben hier, und das ist wichtig, ein leichtes steigendes Hoch reicht uns aber. Ne, und wir haben natürlich auch hier wiederum die steigenden Tiefs. Also von daher zwar kein starker Aufwärtstrend, ja, ich sag mal eher so eine leicht positive Tendenz. Aber auch da wäre halt dann, wenn wir irgendwie long reinkommen, natürlich interessant, dann dass er wahrscheinlich auch wieder hier zum Allzeithoch gehen sollte. Aber auch hier sehen wir gleiten Durchschnitte ziemlich seitwärts, also spricht auch nichts dagegen, dass wir vor allem, wenn wir jetzt kurzfristig traden, dass wir da short reingehen vom Tageschart her. Ich tippe mal, da wird es auch dann im Stundenchart nicht viel anders aussehen. Nein, hier im Prinzip sehen wir es, ja, die gleiten Durchschnitte fast waagerecht, also genau die Definition eines Seitwärtsmarkts, wie ich sie treffe. Ne, also ich schaue da tatsächlich sehr stark auf die gleiten Durchschnitte. Wenn die sehr schön auseinander sind, wie wir das hier haben, der Kurs sich vom gleiten Durchschnitt entfernt, dann sind wir im Trend. In dem Moment, ja, wenn die sich öfter kreuzen und anfangen, so schön waagerecht sind, die beiden Durchschnitte hier, in dem Moment ist das für mich die ganz klare Tendenz Seitwärtsmarkt. Hier sieht es ein kleines bisschen anders aus, als wir das im Nasdaq hatten. Hier haben wir, ja, obwohl nee, eigentlich auch ähnlich, hier haben wir auch so einen leichten Short-Trend. Wir sehen es hier, dass wir von den Hochs eher ein bisschen fallen sind, hier auch. Und hier das Tief, das müsste auch mal leicht fallen sein. Das werde ich jetzt gleich mal genau kontrollieren. Also da sind wir auch in so einem ja, Seitwärtsmarkt mit leicht negativer Tendenz. Aber hier rein, aber die Kerze, na, mal sehen. Hier, das ist das Tief bei 911,25 und hier sind wir bei 913,75. Also tatsächlich haben wir hier kein tieferes Tief. Das ist wichtig zu wissen, ne, weil wenn wir das tiefe Tief hätten, wäre das ja unser Short-Signal. Also jetzt erstmal eigentlich seit dem Zeitpunkt hier sind wir noch im Long-Trend, weil tatsächlich mathematisch gesehen dieses Tief etwas höher ist, auch wenn es nur 2 Punkte sind, als dieses Tief. Ja, aber wir sehen es hier, gleichen Durchschnitte seitwärts, also können wir auch hier in beide Richtungen definitiv handeln. Noch 5 Minuten. Ich denke, das ist auch sehr eindeutig. Das passt soweit. Und dann können wir mich einmal hier zurück. Interessant natürlich in einem Seitwärtsmarkt sind immer die Randzonen. Ja, ein Seitwärtsmarkt wird ja im Prinzip dadurch beschrieben, dass wir dann hier auch solche waagerechten Unterstützung und Widerstände haben. Und wir sehen es hier oben, selbst ja schon rangekommen, abverkauft. Das heißt natürlich auch, dass halt hier unten bei der Zone auch halt entsprechende Unterstützung sind. Und was da immer ganz, ganz gut funktioniert, zumindest in meinem Trading, ist das Fibonacci Retracement. Da will ich jetzt nochmal die Systematik kurz zeigen, wie ich sie gerne handle. Das heißt, ich möchte sehen, wenn ein Kurs hier oben dreht, ja, er fällt runter, wir haben also hier oben so eine schöne Dachform, kommt auf das Dach hier oben die 0% und dann gehen wir, ja, als wenn wir so einen Zickzack-Indikator haben, runter, bis er dreht, jetzt geht er hier hoch und wir sehen also hier ist die allererste Umkehr und auf die erste Umkehr können wir dann die 100% drauflegen und dann werden wir hier irgendwo eine 118 bekommen, eine 138 bekommen,
Und das ist ja dann unsere Unterstützungsbox, na, wo der Kurs dann abprallen kann. So, das will ich einmal umsetzen, dass wir dann hier auf das Fibonacci Retracement gehen. Gehen hier bis zu dem ersten Knick hier oben hin. Ja, wichtig halt immer am besten, wenn du nicht hier neben die Kerze gehst, und dann siehst du, dann springt dich auf die Kerze, sondern wenn du hier mit dieser diagonalen Linie, wenn wir da an die Kerze gehen, weil dann springt der genau auf das Hoch drauf. Und wenn ich dann loslasse, dann ist er exakt auf dem Hoch drauf. Deswegen gehe ich also immer hier an das Anfang und hier an das Ende der Kerze. Und dann haben wir nämlich hier unten auch bei der 39.141 den Long-Einstieg und bei 138 dann, also jetzt haben wir hier diese Box, ich zeige es nochmal eben. Ich würde das einmal einzeichnen. Moment. So, hier. Ja, dass wir also im Prinzip hier unsere Box haben, wo der Kurs drehen kann. Und tatsächlich möchte ich den Einstieg auch schon direkt setzen. Machen wir hier den Chart Trader an. Man kann halt dann sagen, wir wollen hier, wir haben hier einen sehr niedrigen Spread bei FXFlat, was ein sehr großer Vorteil ist für uns. Da möchte ich hier einen Punkt drüber einsteigen. Stop-Loss kommt hier unten drunter, unter 138, ne, weil das ja genau hier der Puffer ist, wo er durchaus drehen kann. Und dann kann ich nämlich auch entsprechend ordern sagen und kann hier den Pendant wieder ausmachen. Wer den Chart-Trader von euch gerne haben möchte, also das Tool, was ich nutze, ja, kann das sehr gerne bei FXFlat beantragen. Da kriegt er dann von uns, also von Smart Markets, wir sind hier die Programmierer, aber finanziert euch FXFlat, könnt ihr kostenfrei nutzen. Ne, also einfach, dass man auch immer wieder das gleiche Risiko handelt. Hier haben wir das 0,5% eingestellt, 231, das passt perfekt. Also jetzt wichtig hier, es sind jetzt nicht die waagerechten Linien, wo ich einsteigen will, sondern ich habe hier diese Strecke abgemessen und möchte dann also hier entsprechend bei der 118% einsteigen. Zoomen wir nochmal ein bisschen raus, dass wir mal gucken können. Ja, hier haben wir auf jeden Fall einige gute Unterstützung zwischen uns. Ja, wir haben hier das Tief, was, wenn er das kurz brechen würde, wo wir drin bleiben würden, auch hier dieses Tief, auch da würden wir im Prinzip kurz drin bleiben. Also von daher passt das für mich. Dann ist natürlich die Hoffnung, dass wenn er hier runterkommt, dass er dann halt rumdreht und auch entsprechend wieder hier über das Tageshoch drüber geht. Aber erstmal ausreichend ist natürlich, dass wenn er hier reinkommt, dass er wieder in seine Range reingeht, ne? Weil das sind die Wahrscheinlichkeit, die wir haben. Ja, aber wir wissen natürlich auch, bei Markteröffnung wird sie wohl ein bisschen auseinandergehen. Deswegen ist das immer interessant, dass wir zum Beispiel auch jetzt, wie wir es jetzt hier haben, da würde ich jetzt vom Chartbild her, würde ich jetzt nicht irgendwie hier den Einstieg setzen und hier den Stop-Loss. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit einfach, wenn die Märkte aufmachen, dass sie wohl auseinandergeht. Das heißt also, dass wir dann eher halt sowas haben. Ich zeige es nochmal eben. Dass wir dann eher hier im Prinzip sowas haben, dass wir hier gerade so ein Hoch und so ein Tief unterbieten, überbieten. Und deswegen ist es immer interessant, dass wir mit unserem Stop-Loss dann nicht hier drin sind, sondern eher halt hier außen dann irgendwo sind. Also das ist einfach so als eine Regel, dass oder wie ich es mache, wenn ich so eine Markteröffnung handle. Geht aber der 30 zu schnell hoch, zu früh. Aber wenn er jetzt über das Hoch gehen sollte, dann wäre dieser Einstieg sowieso hinfällig. Können wir jetzt mal gucken. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden bis zur Markteröffnung. Ja, ist drüber. Damit ist der Einstieg leider hinfällig. Und auch unser Fibonacci ist hinfällig damit. Dementsprechend lösche ich das raus, ja, weil jetzt halt dieses Hoch hier nicht mehr das höchste Hoch ist. Hier mal ein bisschen größer auf der rechten Seite.
Es geht aber hier deutlich über das Hoch. So, NetStack stellt auch schon mal. Ja, die großen sieben auch relativ positiver Start bis jetzt. Ach so, okay. Weil ich hatte mich heute Morgen schon mal so vorwärts reingeschaut. Da waren die eigentlich eher so negativ, aber das ist ja schön, dass die jetzt doch wieder positiv sind. Hier haben wir erstmal Luft bis hier oben hin, das passt auch. Aber Dow Jones auf jeden Fall der stärkste Moment. Ja, Wahnsinn, wieder hochzieht hier. Ist jetzt schon über 300, also schon über 100 Punkte hoch in 5 Minuten. Ja. Wenn das immer so wäre, das wäre schön. Euro-US-Dollar heute auch mit Gap-Up gestartet und auch immer noch im Plus. Ja. Die Teilnehmer haben wohl schlechteres oder besseres Ergebnis für Le Pen erwartet und von daher hier der Euro etwas freundlicher unterwegs. Ja, Frankreich ist ja schon jetzt treibende Kraft beim Euro zumindest, ne? Weil das ist ja sonst schon untypisch, dass wir hier so einen riesen Gap haben. Genau. Ja, nächstes Wochenende ist dabei sowieso auch mehr entscheidend. Und dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, weil in Frankreich ist ja auch, glaube ich, schwierig, dass man nicht so gern dem Rechten will. Man will aber auch halt nicht so gern mit dem richtig Linken. Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz schwere Konstellation, die da aktuell haben. Also Ja, so definitiv. von der Mehrheitsfindung halt einfach. Definitiv. Mit dem Ergebnis jetzt aus dem Wochenende ist das definitiv etwas komplizierter geworden. Das Linksbündnis war nicht so stark erwartet und Le Pen entsprechend stärker. Das kam nicht so. Von daher wird für nächstes Wochenende wirklich spannend bleiben. Vor allen Dingen, weil auch Macrons Mittebündnis auch schwach an dritter Stelle jetzt Ja, ja, ja. gelandet ist. Ich habe nur noch 21% oder sowas. Ne? Genau, 21, 28 Linksbündnis und 34 Le Pen. So, nächste Kerze ist da. Wir sehen auf jeden Fall jetzt, dass der Dow Jones ja, wie Sie immer schon gesagt haben, jetzt stark hochzieht. Das ist natürlich für mich wieder als technischer Trader, ne, dass ich halt das Momentum irgendwo nutzen will, also dass ich auch dann jetzt darauf spekulieren möchte, dass der Kurs weiter steigt. Ja, jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Da haben wir natürlich als starke Unterstützung, wenn er jetzt einen größeren Rücksetzer machen sollte, so den typischen Klassiker hier, die alten Hochs, da, womit es rangehen kann. Ansonsten, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht 2, 3 Kerzen dauern wird, dann sollte eigentlich auch unser gleitender Durchschnitt der 21er hier, also der gelbe hier unten bis nach oben kommen, dann kann man da natürlich den nutzen. Ja, wird sich jetzt mal so ein bisschen zeigen.
Ja, aber grundsätzlich halt jetzt, wenn ich die Indikation sehe, also das Marktumfeld ist aktuell freundlich, dann will ich natürlich auch hier mit dem kurzfristigen Trend probieren reinzukommen. Mal das alte Hoch hier eintragen. Das auf dem Schirm, dass man es ein bisschen sehen kann. Ich mag es kaum glauben, was ich sehe, aber Nvidia -0,8%. Ich hoffe, du kannst heute Abend noch schlafen, gut schlafen. Minus 8%. 1,8. Ach, Nicht also hoch. übertreiben. Nicht übertreiben. Ging mein Pulsschlag doch etwas höher als minus 8%. Aber auch sowas müsste man aushalten können. Das gehört halt mit dazu. Wohl wahr. Ist das tief? Okay. So, kurze Info jetzt hier. Nasdaq ist ja jetzt aktuell noch hier in dieser Seitwärtsphase drin. Also wenn wir uns das hier einzeichnen wollen, dann haben wir das ja, dass wir aktuell so hier liegen und was wir eigentlich in so einem zusammenlaufenden Keil sind, so ein Dreieck sind. Na, das heißt also, hier will ich halt noch nichts machen. Ich möchte halt erst heute mit den Impuls wieder haben, geht es halt eher long, geht es halt eher short, ne, weil das ist halt gerade so Seitwärtsphase, das kann relativ lange dauern. Ne, und wenn man da halt zu häufig probiert, dass es einen Ausbruch gibt oder nicht, dann kann man da halt auch wirklich zwei, drei, viermal falsch liegen. Ne, und deswegen mache ich das halt weniger. Ich warte halt ganz gerne halt, wie es jetzt im Dow Jones hier ist, dass wir zumindest so einen Impuls in eine Richtung haben. Dow Jones zieht den DAX gerade auch mit hoch. Mal, ja. Da sind es hier doch deutlich weniger Punkte. Das sind ca. 30 Punkte, besonders jetzt hier. Das sind 20 Punkte, die rauf ist und nicht 100 Punkte. Daher bleibe ich hier ganz gern beim Dow Jones erstmal. Zahlen übrigens heute aus Deutschland, die waren gut. Ja, wir sehen es hier, also da müssen wir warten bei investing.com, ne, wenn das hier schlechter als war, stimmt natürlich nicht, weil die Verbraucherpreise sind nicht 2,3% gestiegen, nur 2,2%, also genau das, was man halt haben will, dass die Inflation zurückgeht. Also von daher, das sind definitiv gute Werte und man will ja auch genau eigentlich so bei diesen 2% Inflationsrate, ist ja das langfristige Ziel auch von der EZB.
Ja, Dow Jones tanzt mal wieder aus der Reihe hier. S&P und Nasdaq schauen eher nach unten aktuell. Na gut, das S&P, Nasdaq, die ähneln sich auch immer mehr, ne? Durch die großen Schwergewichte. Ja. Gold sieht auch jetzt nach oben. Okay, gucken wir gleich. Ich will jetzt mal eben beim Dow Jones bleiben, weil ich mir doch gerne irgendwie long reinkommen möchte. Also mal gucken, entweder haben wir jetzt hier dann die nächste Unterstützung. Das ist halt die Frage, ob er tatsächlich da hinkommt oder nicht. Doch mal probieren hier auf das Momentum zu gehen im Dow Jones. Steige jetzt ein. So, Risiko ist richtig ausgerechnet. Man will einfach jetzt, also dass die Bewegung jetzt nach oben fortsetzt hier, dass ich hoffentlich da oben das Hoch sucht. Ja, ich weiß, dass natürlich ein relativ enger Stopp ist. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass wenn er nach oben hin läuft, dass wir auch dann ein gutes CRV haben. Jetzt muss er laufen. Aber ich will ja jetzt gerade die Bewegung von der Kerze hier mitnehmen. Wenn er jetzt hier nicht ausbricht, dann müsste er eigentlich jetzt entsprechend Druck bekommen. Wenn er das nicht macht, dann will ich auch wieder raus. Dann muss ich mir einen anderen Einstieg suchen. Ja, also die Überlegung ist halt, es gibt immer wieder ganz gewisse Marken, die angezogen werden. Und das ist halt zum Beispiel auch, wenn wir so Druck nach oben haben, dann so ein altes
markantes Hoch, da ist dann schon häufig, dass er zumindest bis hier oben hingeht. Ja, und das kann man halt dann natürlich ausnutzen, wenn man sieht, dass irgendwie Druck da ist. Ich wollte eigentlich lieber eher im Prinzip die Marke als Einstieg haben oder hier die Marke, aber wenn ich dann sehe, okay, der will irgendwie nach oben, dann kann ich halt auch wirklich mal kurz knackig probieren, dass ich dann entsprechend unter so eine Kerze gehe, tatsächlich die Bewegung dann halt ausnutzen möchte. Und natürlich mit dem Vorteil, oder ich weiß nicht, es kann schnell gehen, dass man rausgeflogen ist, aber wenn es natürlich gut geht, dann haben wir natürlich auch relativ zügig ein gutes CAV. Das ist ja genau das, was ich gerne mache, womit ich schon seit über 10 Jahren handle. Also ich bin eher derjenige, der nicht die beste Trefferquote hat, aber dafür halt, wenn die Gewinne mal laufen, die halt ganz gut laufen lassen kann. Ja, das ist so meine Strategie. Und dementsprechend will ich auch dann so eine Chance nutzen. Da sollte ich schon das Hoch gleich brechen. Also, das wäre untypisch, wenn er hier vordreht. Ne? Er kann leider immer alles machen, aber. Anderthalb Minuten in der Kerze. Komm, jetzt geht über das Hoch drüber. Ja, und Nester geht jetzt auch richtig runter. So, nächste Kerze öffnet. Und jetzt einmal da richtig durch. Ist ja aber gerade hier, Stop-Loss habe ich nicht richtig gesetzt. So, soll ja auf plus minus 0 sein. Mal kurz Nasdaq, ob wir hier eventuell eine interessante Unterstützung haben. Jetzt sind wir hier drunter.
Ja, bei 138, das passt auch. So, da muss ich jetzt mal drüber gehen. Komm, Druck. Punkt genau dran gegangen. Wichtig ist immer für mich, was ich also auch lernen musste über die Zeit. Ich möchte mutig bleiben, wenn der Kurs das macht, was er soll. Ja, das heißt, ich will gerade nicht ängstlich werden, wenn der Kurs für mich läuft. Und das ist so in uns drin, eher halt ganz andersrum, dass man schnell die Gewinne mitnehmen will. Na, aber halt gerade, wenn du mit einem hohen CRV handeln möchtest, dann ist das immens wichtig, weil du dann natürlich auch immer mal wieder ausgestoppt wirst, auch mit plus minus null oder so, und hättest natürlich vorher mehr mitnehmen können, aber dass man halt dann natürlich danach lebt und auch sagt, ja, tendenziell will ich natürlich dann die Gewinne entsprechend laufen lassen. Ich hätte jetzt hier nicht gedacht, dass wir jetzt hier nur so ein zaghaftes Reverse hoch machen. Das ist natürlich die Gefahr. Na, aber ich war hier auch noch keine 2R vorn, also noch nicht das Doppelte von meinem Einsatz. Das ist schon so ein Mindestziel, was ich habe. Ja, dementsprechend also für mich hier oben noch nichts zu machen, dass ich da irgendwas rausnehmen möchte. Ich hoffe, dass er jetzt nochmal hier hoch geht. Ansonsten ist für mich der Nasdaq jetzt bei dem Niveau durchaus kaufenswert. Ich sag mal warum, weil wir jetzt hier ja auch das tiefere Tief haben. Ja, typischerweise ja auch dann etwas, wo so ein Kurs erstmal wieder nach oben gekauft werden kann. Ich will aber nicht einfach so ein fallendes Messer greifen, deswegen gehe ich jetzt hier auf die 3 Minuten. Wir sind jetzt in einem Trendmarkt drin. Trendmarkt heißt, ich kann jetzt auch den Smart Trend Indikator nutzen. Also ich kann jetzt mal gucken, wenn er entsprechend wieder ein bisschen steigen sollte, grün wird, dass ich dann halt probiere, mal so ein Counter Trend zu handeln. Also quasi wieder mal gegen den Haupttrend jetzt erstmal einsteigen möchte. Einfach in der Überlegung, dass wir zumindest dann mal wieder eine gewisse Korrektur. Also ich will jetzt nicht, also Countertrend heißt, dass wenn ich hier in so einer typischen Abwärtstrend drin bin, dann will ich die Phase hier handeln. Die Phase, ja, ohne dass ich jetzt weiß, ob er tatsächlich hier weiter steigen wird, aber ich gehe einfach davon aus, dass wir halt hier diese Phase kriegen werden. So, Dow Jones ist plus minus null raus. Ja, schade, wie gesagt, hätte ich mir mehr erhofft, dass er hier oben doch den Ausbruch schafft.
haben wir hier ein bisschen näher drin jetzt im Nasdaq. Dow Jones könnte jetzt hier der etwas weitere Rücksetzer kommen. Das heißt also jetzt, wo wir auch gerade eben hier schon an der Unterstützung waren, ist die Unterstützung für mich jetzt passé. Und ich gehe jetzt davon aus, gerade auch weil das höher hoch gemacht hat, dass er wieder etwas stärkeren Rücksetzer haben kann. Das heißt also, jetzt ist für mich der gleitende Durchschnitt interessant. Also der wird ja dann irgendwo, ich sag mal, hier sein. Das wäre das für den nächsten Einstieg, den ich dann mal probieren würde. So von der Uhrzeit her gleich 16 Uhr, auch typische Punkte, wo so ein Markt drehen kann. Erfahrungsgemäß, dementsprechend also wäre das jetzt auch für mich im Nasdaq interessant. Vor allen Dingen auch hier, wenn wir das mal sehen, der Abverkauf, der war noch nicht viel. Aber das sind jetzt hier 100 Punkte. 100 Punkte ist jetzt kein, dass man sagen kann, da bricht irgendwas zusammen oder so, sondern das ist so ein normale, ganz normaler Auftakt, so. Der natürlich nicht immer so ist, aber jetzt nicht sagen würde, da wird man jetzt in dem Sinne gegen den Trend handeln. Wir warten jetzt, bis der Smart Trend Indikator hier auf grün geht. Mal ganz kurz, wie es in einer Minute aussieht. Ich will jetzt doch nach Möglichkeit eher etwas früher rein. Das war noch grau, die Kerze. Es wird sich halt hier eh noch entscheiden, ne, ob wir jetzt hier das Short-Signal, was wir durch den gleitenden Durchschnitt haben, ob er jetzt weiterfällt oder nicht. Also wenn man Short rein möchte, dann natürlich das hier der Klassiker. Möchte ich jetzt hier nicht. Ja, 16 Uhr, wahrscheinlich auch Daten noch gerade. Mal eben gucken. Ja, Einkaufsmanager, der ist schlechter ausgefallen. Ja, 49,2 erwartet, 48,5 nur. Aber jetzt auch keinen Beinbruch. War im Prinzip ja hier das produzierende Gewerbe. So, ich will jetzt eben wieder zurückgehen, dass wir hier nicht verpassen. So, hier haben wir die grüne Kerze. So, rein damit.
Ah, Da die kommt. Preiskomponente ist da auch zurückgegangen, Prices paid. Also auch der Inflationsdruck auch etwas zurückgegangen. Ja, das ist natürlich dann oder sollte gerade für Nasdaq, für die Technologiewerte sehr, sehr, sehr gut sein. Und deswegen auch dann wahrscheinlich hier dieser steile, schnelle Anstieg. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn diese Kerze schon grün gewesen wäre. Aber das ist halt das, was wir so hinnehmen müssen, ne? Wann unsere Indikationen kommen, das weiß man nicht. Ich will natürlich nach einer Indikation arbeiten und nicht irgendwas mutmaßen oder zumindest so wenig wie möglich möchte ich mutmaßen. Und deswegen dann da die Entscheidung. Wenn der Einstieg halt ein bisschen später kommt, dann ist das halt so. Aber wir haben jetzt schon mindestens auch schon mal die Umkehr gesehen. Ne, ich hoffe, dass man so ein bisschen nachvollziehen konnte, aus welchem Grund ich jetzt hier Short nicht einsteigen wollte. Ich habe es ja extra vorher angesagt, ne, weil das sind natürlich die Punkte, die wir als Trader noch irgendwo subjektiv entscheiden müssen. Ja, welches Handelssignal möchte ich nehmen? Also wichtig, dass wenn ihr ein Handelssignal nehmt, meines Erachtens, dass man dann ein gewisses Regelwerk hat, dass man sagen kann, okay, wenn ich Short rein will, dann ist der gleitende Durchschnitt hier für mich interessant, weil der Kurs halt weit weg ist, weil der schön steil ist. Ja, aber das, was ich als Trader immer noch machen muss, ist, ich muss überlegen, welches Handelssignal möchte ich denn nehmen. Ja, weil wenn wir das auch nicht mehr machen müssten, dann hätten wir es ja zu 100% definiert und dann könnten wir halt einen Handelsroboter draus bauen. Ja, so weit sind wir da ja noch nicht. Da gibt es halt noch einige subjektive Komponenten und das ist halt das, was man auch tatsächlich üben muss. Also weswegen man aus der Erfahrung nicht nach einem Wochenende zum profitablen Trader wird oder sowas, einfach weil man das halt sehr, sehr viel üben muss, ne, weil die Marktphasen sich immer wieder ändern und natürlich auch, weil man lernen muss, dann bei den Sachen auch konsequent zu bleiben. Ne, weil ich mal sowas zum Beispiel, das sieht ja jetzt in erster Linie blöd aus, dass man am Hochpunkt kauft, da wäre man ja eigentlich lieber Short eingestiegen. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man sich immer wieder sagt, ja, wenn ich so ein Signal 10-mal handle oder auch im Prinzip oder 20-mal, ja, dann habe ich einen positiven Erwartungswert von diesem Trade-Setup. Ne, und das ist halt nicht so einfach, dass wenn man das immer zweimal macht und man kriegt zweimal einen drauf, wenn man ins Minus läuft, ne, dass man dann auch beim dritten, vierten, fünften, sechsten Mal da konsequent bleibt. Und die Sachen, die muss man üben. Das ist eigentlich so das, wo man halt hinkommen muss. Auf der einen Seite, dass man probiert, Setups zu haben. Auf der anderen Seite, dass man ja auch dann weiß, okay, in welcher Marktphase möchte ich halt auch dann welches Handelssignal nutzen. Ich kann aber auch jetzt hier wieder ruhig auf die 5 Minuten gehen. Das war jetzt nur für den, dass ich den früheren Einstieg bekommen wollte. Vielleicht noch so ganz kurz, was sind so typische Indikationen, ob ich auf eine Umkehr gehe oder nicht? Typisch ist also zum Beispiel auch, wenn ich hier so einen Abwärtstrend habe. Und ich bin hier und ich komme hier runter. Da ist meines Erachtens, also die, oder ich bin jetzt hier so hier unten, da ist meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Umkehr haben, deutlich niedriger, als wenn der Kurs tatsächlich hier dieses tiefere Tief noch macht und dann halt steigt. Ja, das war der Grund, weil wir hatten auch hier ganz vorne, hatten wir irgendwo so ein, ich sag mal, so ein Zwischentief auch noch gehabt. Ja, das hat er dann einmal unterschritten. Ja, und das ist typisch dann, dass halt, wenn er dreht, dass er dann hier auch dann wieder ganz gut hoch und tatsächlich ein bisschen weiter hochlaufen kann. Ja, also das war die Überlegung, weswegen ich dann nicht mehr im gleitenden Durchschnitt dann hier Short rein wollte, sondern weswegen ich gesagt habe, jetzt kann tatsächlich die Umkehr kommen, die jetzt auch ja aktuell noch da ist. Ne? Ich muss erst mal gucken, dass er natürlich auch entsprechend die nach oben ausbricht, aber einfach, dass sie so ein bisschen
Gedankengang nachvollziehen könnt. Ja, warum steige ich irgendwo ein, warum steige ich irgendwo nicht ein? Wir kommen jetzt mal ordentlich rauf. So, jetzt sind wir schon mal knapp über Einstieg, schon mal gut. Wie gesagt, ihr seid auch wieder, der Kurs macht, was ich möchte. Ja, also ne, mal zu Anfang hat es ja nicht gemacht, er ist ja bis hier runtergegangen. Nur jetzt im Prinzip steigt er langsam. Jetzt will ich halt gerade nicht ängstlich werden, jetzt will ich ihn nicht rausnehmen. Ne, auch wenn das natürlich, ich habe das ja mal gesagt, mein Bauchgefühl ist noch genauso schlecht wie vor 13 Jahren auch. Also mein Bauch sagt natürlich jetzt so Gott, der geht jetzt hier was vorher war im Gewinn. Ja, jetzt wird er dann gleich doch wieder hier runterfallen. Und dann hätte man sich das ersparen können, wenn ich ihn jetzt rausnehme. Also wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt wieder das Gleiche noch, das lernt auch in keinster Weise dazu. Aber das Großhirn muss halt jetzt einsetzen und sagen, nein, Strategie ist ja, dass wir da eingestiegen sind, weil wir davon ausgehen oder weil ich davon ausgehe, dass der Kurs jetzt hier die Wendepunkt hat, also er entsprechend wieder steigen kann. Daten sprechen auch dafür. Das heißt, jetzt will ich definitiv, dass er auch hier Richtung 100% hinläuft. Dann würde ich den Stop-Loss nachziehen. Ja, das heißt also auch für euch schon, er soll zur 19.732 laufen. Erst dann ziehe ich den Stop-Loss von hier unten auf Entry nach. Ja, ich möchte nicht jetzt, wo er das macht oder zumindest sich nicht eben angedeutet hat, dass er das macht, was ich möchte, möchte ich jetzt nicht ängstlich werden. Und das ist unabhängig davon, das ist ganz wichtig, das ist unabhängig davon, wie der Ausgang dieses Trades ist. Ja, weil das ist ja exakt das Gefährliche, dass man als Trader immer wieder probiert, daran zu lernen, wie war der letzte Trade. Ja, werde ich halt zweimal ausgestoppt und sage, jetzt bin ich mal vorsichtig oder läuft es gut, dann will ich mein Risiko anheben. Das ist ja exakt, das sind genau die Fallen, die uns ja der Kurs jeden Tag gibt. Ja, und das ist halt wichtig, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier ausgestoppt werde, nicht sage, ach, beim nächsten Mal muss ich das hier anders machen. Das habe ich jetzt gelernt. Ne? Weil dann, das ist ja keine Strategie, wenn ich einen Einzelfall sehe, dass ich daraus lerne. Ich will immer aus einer Vielzahl von Trades oder von Mustern möchte ich lernen, nicht von einem Einzelfall. Okay, jetzt sind wir aber raus. Schade. Ja, aber wie gesagt, macht nichts. Das gehört mit zum Spiel dazu. So, ich hätte gesagt, aber hier. Das kommt jetzt dahin, auf den gleichen Durchschnitt gleich.
Den möchte ich schon ein bisschen enger haben hier. Entweder dreht er nicht. So, steige ein. So, halt es hoch, beiden Durchschnitte, die müssen jetzt halten. Na, sonst ist aber auch richtig, dass ich hier dann relativ schnell wieder raus möchte, weil das sind natürlich die Trades, wenn wir einen starken Trend haben und es gibt die Trendfortsetzung, dann haben wir halt hier oben ein super hohes CRV. Na, ihr seht es jetzt hier bei 230 Euro Risiko, 1100, beziehungsweise wenn er hier hochläuft, dann kann er ja auch durchaus sogar noch weiterlaufen, dass wir hier über das alte hochlaufen hier oben. Und das sind natürlich genau die Trades, die dann entsprechend Spaß machen, wenn wir dann hier oben hinlaufen sollten. Deswegen, die bekommen wir nicht so häufig. Das ist halt immer so, wenn ich ein sehr hohes CRV anstrebe, dann ist die Trefferquote nicht gut. Ja, aber deswegen ist das für mich interessant, doch hier, ich sag mal, zu probieren, mit einem möglichst engen Stopp halt reinzukommen, damit, wenn der Trade tatsächlich läuft, damit ich auch wirklich davon was habe. Ja, deswegen habe ich den weggezogen. Ich habe nicht eben gesehen, dass wenn ich hier unten drunter gehe, das waren dann 130 Punkte oder sowas. Ne? Damit bekomme ich natürlich so ein gutes CRV überhaupt nicht hin. Ne? Aber mit der Konsequenz, dass ich natürlich hier auch schneller ausgelaufen werde, also weniger Puffer habe logischerweise, als wenn ich hier drunter bin. Aber das ist halt wichtig. Das ist etwas, was jeder Trader sich halt selbst überlegen muss. Was für ein Handelsstil wähle ich? Und was sind dann halt meine Stärken, was sind meine Schwächen? Und ich muss halt auch die Schwächen eines Handelssystems immer halt leider natürlich mit akzeptieren. Genau, das soll vielleicht raus sein. Ja, schade. Okay. Das ist natürlich schade, weil wir beim einen gut drin waren. Das ist aber etwas, natürlich, wenn wir so Trendwechsel haben, was für meinen Handelsstil immer oder immer grundsätzlich eher schlecht ist, weil ich natürlich eher davon ausgehe, dass der Trend steigt. Aber wie gesagt, das weiß ich. Wenn er halt entsprechend aber abprallt, dann haben wir das hohe CRV. Also das ist halt wichtig, dass man einfach das von der Logik her weiß, aus welchem Grund tue ich das. Und dass man dann da entsprechend konsequent bleiben sollte, wenn man eine Strategie hat. Ansonsten ist es natürlich auch für mich immer blöd, wenn man halt Minus macht. Das ist gar keine Frage. Also das ist nicht schön. Das wird auch nicht besser mit der Zeit, dass man irgendwie sowas so einfach wegnickt oder sowas. Aber ich hoffe, ich konnte wieder einmal so ein bisschen die Gedankengänge, die ich halt habe, mitteilen, dass ihr das für euch einordnen könnt, dass ihr auch selber da ein paar Sachen ausprobieren könnt, mal gucken könnt, was für euch da relevant ist und entsprechend gut ist. Und dann bedanke ich mich auch für diese spontane Terminänderung, dass dann doch so viele mit dabei waren heute. Wünsche eine ganz schöne Woche und freue mich, wenn wir uns im nächsten Webinar hören. Ja, vielen Dank, Marc. Ich freue mich natürlich auch auf den nächsten Termin. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Am Anfang kurz angesprochen, Donnerstag Feiertag in USA, aber dann dafür am Freitag NFP, also am Ende dann noch eine ganz wichtige Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Tschüss.